Es ist tatsächlich auch nachgewiesen übrigens, Menschen, die positiver denken, nicht nur, dass die sympathischer ankommen, die erreichen tatsächlich deutlich mehr. Hi Michael, schön, dass du heute da bist bei uns. Du bist Experte für Körpersprache, du bist Experte für, wie präsentiere ich richtig, wie baue ich Lampenfieber ab. Und du bist auch Experte für das Thema Selbstsicherheit. Selbstsicherheit basiert auf drei Säulen. Es ist der Selbstwert, also wie denke ich über mich selbst. Das ist das Selbstbewusstsein, wie bewusst bin ich mir dessen, was da gerade in mir abgeht oder was ich gerade tue, eben auch zum Beispiel Körpersprache. Und Selbstvertrauen, was traue ich mir zu? Und diese drei Säulen zusammen, die ergeben dann Selbstsicherheit. Das ist ja genau dieser Punkt, dass die meisten Menschen es eigentlich könnten, ne? Aber sich dann einen Kopf machen, was ist, wenn das schief geht, was könnte passieren, es könnte peinlich sein und so weiter. Und das ist auch schon der Punkt, wir haben unheimlich Probleme damit, dass etwas peinlich sein könnte. So diese Vermeidung von Scham ist eine der wichtigsten Dinge, die wir permanent haben. Also wir wollen uns nicht in eine Situation begeben, die irgendwie peinlich sein könnte. Und natürlich wollen wir auch keine Fehler machen, nichts falsch machen, ein gutes Ergebnis erreichen, keine Ablehnung bekommen. Ablehnung ist auch so ein ganz großes Thema, weil es früher der sichere Tod war in Urzeiten mal und deswegen sehr tief in uns verankert ist. Gibt es eigentlich sowas wie eine Blaupause der Körpersprache? Vereinfacht gesagt gibt es da drei Level, so habe ich zumindest mal definiert. Es gibt den untersten Level, das ist der Level, das ist so die ursprüngliche Körpersprache der Menschen, die ist weltweit gleich. Das heißt, ob du einen Eskimo triffst, ob du einen Chinesen triffst, ob du einen Europäer triffst oder wen auch immer, die haben so eine bestimmte Art und Weise der Körpersprache, die ist bei allen gleich. Aufrecht wirkt sicher und offen wirkt sicher, wirkt einfach auch Nähe aufbauend etc. Also es geht immer um Aufrecht und Offenheit. Wo können wir ansetzen? Die unterste Ebene, die ist immer fix, da können wir nicht ansetzen, die ist einfach so. Ja? Die ist auch weltweit identisch, die hat nichts mit Lernen oder sonst was zu tun. Die zweite Ebene, das haben wir gelernt. Und da können wir auch jederzeit wieder lernen, also verlernen, Fehler verlernen oder neue Sachen dazulernen. Und die oberste, das hat sehr viel mit Aufmerksamkeit, mit Bewusstsein zu tun, darum sagen auch viele selbstbewusst. Also bin ich mir überhaupt bewusst, was ich da gerade für eine Gestik mache? Ist dir bewusst, wie du jetzt gerade sitzt, wie dein Blickkontakt ist, wie deine Gestik ist? Jetzt im Moment vielleicht ja, aber das schaffst du nicht den ganzen Abend. Ja? Und deswegen ist die oberste Ebene wieder relativ schwierig, aber auch da kann man ansetzen. Ein Quicktipp ist die Atmung. Ganz banal. Denn wir Menschen sind so gebaut, und ich denke, das betrifft auch viele Tiere, dass wenn wir in Stress kommen, dass automatisch unsere Atmung hier oben rauf geht. Das heißt, wir atmen in der Brust. Man merkt es oft, dass dann eher die Schultern rauf und runter gehen und nicht mehr im Bauch. Und das ist genau das Verkehrte. Weil wenn wir da oben atmen, dann haben wir erstens nicht genug Luft und zweitens nicht mehr ausreichend Sauerstoff und drittens trocknet auch noch hier drin alles aus. Und das führt dazu, dass wir nach außen natürlich auch entsprechend unsicherer wirken. Wenn wir es jetzt schaffen, bewusst wieder in den Bauch zu atmen, gegen die Anspannung des Zwerchfells anzuatmen und hier wieder tief in den Bauch zu atmen, das heißt, der Bauch geht raus und rein, was wir beim Flirten vielleicht gar nicht so sehr wollen, dass er rausgeht, aber das ist tatsächlich die richtige Atmung. Wenn wir wirklich tief in den Bauch atmen und die Schultern sich nicht mehr heben, sondern der Bauch rausgeht, dann werden wir automatisch, das ist in der Natur so angelegt, automatisch sofort ruhiger. Und das ist der wichtigste Tipp für jede Situation, einfach mal Tempo rausnehmen, tief Luft holen, muss ja der andere nicht hören, aber sehen darf er es und dann einfach erst wieder in Ruhe. Michael, vielen Dank für dieses Interview, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch, vor allem ja, super. Auch der Tipp am Ende mit der Atmung, ich werde es berücksichtigen und die gerade Haltung, die habe ich absolut unbedingt. Jetzt auch drauf. Viel Erfolg. Danke.